Der Account startet in Iron 4 und das Ziel ist es, mit diesem Account mit möglichst hoher Winrate und möglichst wenig Spielen nach Master zu kommen. Der Account hier ist jetzt wirklich richtig hardstuck Iron 4. Starten tun wir mit einer 26,6%igen Winrate, ne? 25 Wins und 69 Loses. Also dieser Account hat die schlechtesten Grundvoraussetzungen, um ein Master-Account zu werden. Und deswegen werden wir diesen Account nach Master spielen. So, wir sind im Game. Wir spielen Blitz, Kranko, Manko und... Ja. Kann ja mal jemand hier... schauen, ob das hier Pro-Player sind oder nicht. Sagen Türsteher Majo, bitte komm hier rein. Mit der Zeit bin ich gereift, deshalb schieß ich nur ins Bein. Vor der Rap-Karriere hatte ich schon im Fitnesscenter Hype. Ich spür das Ghetto, wenn ich atme in den Lungenflügel. Wir sind nicht wie du, hier raucht man eine 100 Tüte. Keiner von euch kleinen Pissern kriegt mich klein. Merkt euch eins, ich bin weg und bin im Fitnesscenter Hype. Yeah. Ich spür das Ghetto, wenn ich laufe in den Nike-Sneaker. Wir sind nicht wie du, hier bricht man deine Scheiß tiefer. Keiner von euch kleinen Pissern kriegt mich klein. Merkt euch eins, ich bin weg und bin im Fitnesscenter Hype. Schau erst drauf, bevor ich rede. Und dann hau da keine Zähne ab, das Vorkreuz in den Genen. Ich hab keine Knochen, sondern Stahlträger. Nach meiner Faust brauchst du ein Grabredner. Danach bin ich deine Bitch in einem Kadaver. Doch sie liegt mir nicht am Herzen wie ein Katheter. Kurz die Desinfektion, danach Testosteron. Schon klingt mein Rap wie gewohnt. Komm mit Brecheisen und sorge für Eskalation. Ich bin dein Reim, also mach mal kurz eine Adlib, du Ho. Kannst du das mal eben kurz machen? Ein Enemy has been slain. Meine Jungs sind auf der schwarzen Liste. Keine Jungs, aber müssen Jahre sitzen. Mal den Teufel an die Wand, als wären sie Satanisten. Vane, what are you doing? Immer noch die Eins, immer noch dein Feind. Heute sagen Türsteher, also bitte komm hier rein. Mit der Zeit bin ich gereift, deshalb schieß ich nur ins Bein. Vor der Rap-Karriere hatte ich schon ein fettes Center heim. Sehr schade, dass die Vane sich da catchen hat lassen. Wir sind nicht wie du, hier braucht man einen. Auch noch auf Level 1. I don't get it. I really don't get it. Also nach dem Level 1 ist das Game eigentlich gewonnen gewesen. I don't know how ADC players can do that and sleep well at night. We turbo win topside level 1 and they greet for a wave solo. And throw the whole game. I just can't understand how people don't want to take free LP. Very sad. Also ich kann wirklich nicht mit diesen ADCs, ey. Okay, wir gucken uns das im Replay an. Guys, ihr müsst euch vorstellen, das ist Master Elo. Also nach dem Level 1, look at it. Guck mal, wie viele Kills wir hier oben bekommen. Das Game ist instant gewonnen. Es ist instant gewonnen, das Game. So, ich zone hier die Irelia, ne, damit die nicht den Yasuo noch bekommt. Cinch bekommt hier die Wave. Ich hook die Rehe ran, dass wir mit Cinch zusammen sie töten können. Dodge hier den Knock-Up. Splitte die Gegner hier. Weil die Rehe, also, obviously. So, Cinch tötet jetzt die Rehe und ich Turbo-Juke hier den Ohren. So, ich bin weg. So. 2-0. Warum? Warum? Bro, was ist das für ein Tumble? Oh mein Gott! Was ist das für ein Tumble? Oh mein Gott! What the fuck? Bro! Die tut ja nicht mehr so, als hätte sie versucht, Safety Wave zu farmen.
Die tumbelt rein! Holy shit! Oh, dann flasht sie nicht. Jetzt flasht sie. Wo ist die versteckte Kamera? Okay, unser Midlaner will irgendwie nicht farmen. Was macht der? Warum hab ich denn schon wieder einen Runterrenner? What? Geh doch mal Mitte farmen. Like what? Okay, mein Toplaner verliert Toplane und mein Midlaner spielt gar nicht erst Midlane. Was soll ich davon halten? Aus welchem Grund rennt der Swain denn runter? Im Gegnerteam ist Swain immer komplett broken ab irgendeinem Punkt. Und er rennt einfach runter. Was ist denn da passiert? Warum sind alle so toxic heute? Was spielt doch einfach euer scheiß Spiel? Ist das dieses scheiß Low Master? Ich check das alles nicht. Gut, mein Team würde hier FFen wollen. Ich spiele nur mit Ezreal, alle anderen sind useless. Sehr schweres Game schon wieder. For no reason auch, ne? Wenn er Swain ganz normal gelaned hätte, wäre das ein easy win gewesen. Like, Swain ist so ein broken Champion. Vielleicht spiele ich den mal. Ich finde ihn jetzt nicht sonderlich spannend oder so, aber wenn er Free Elo gibt. Nice, Swain ist AFK gegangen. Nicht winnable. Das ist schon tilting gerade. Ich verstehe nicht, warum er runtergerannt ist. Okay, wir spielen mit einem Ex-Challenger-Spieler. This is for sure going to work out, right? Weil ich kann niemanden hooken in dieser Lane. Okay. Wir nehmen hier, nehmen wir das andere Support ein. Das wird eine boring as fuck Lane. Okay, guys. Wir probieren jetzt mal was, okay? Wir spielen diese Runde jetzt so wie ein normaler Support. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an, aber das ist das, was wir machen werden. Wir spielen wie ein normaler Support. Es geht du besser, ich.
Wusstest du denn noch nicht? Es geht besser ich. Okay, ich hab gelogen. Ist das jetzt nicht so ein normales Support Experience unbedingt, ja? Aber you get the point, I think. Ich hab so dieses Support-Item, wo ich so Minions attacke, weißt du? Sie hat das auch Ex-Challenger. Wait. Warum sieht Nico so komisch aus? Weiß ich nicht, die haben anscheinend ein Visual Update gegeben, würde ich mal vermuten. Swain weiß, was er tut. Sehr gut. Ich habe meinen Hook leider daneben geschmissen. Das war ziemlich bad. Nasus, kannst du bitte deine Fresse halten? Und der Swain wird, der Nasus wird runterrennen. Ach ja, mit dem Swain Botlane zu spielen ist echt entspannt. Ich finde es immer so schön, wie Late Game Scaling Spieler immer so Early Game tilten. Ist immer gut. Wie haben wir den Maokai nicht getötet? Das verstehe ich immer nicht, der hat keinen Flash. Wie kommt der jemals weg? I guess I take it. Trotzdem, super weirdes Game schon wieder. Nice, Level 6. Gut, dass ich so viel HP habe. Das sieht auch übelst kacke aus. True. Ja, der Swain ist gut.
Und ja, Nasus ist jetzt gecomebackt. Wenn der jetzt nicht aufhört zu rumzuheulen, dann weiß ich auch nicht. Jetzt läuft der Nasus weg. Das ist crazy. Nice. Soll der Nasus jetzt nicht mehr rumheulen. Ist natürlich blöd jetzt, dass ich Botlane in dem Fight nicht helfen kann. Ich hoffe, dass sie es auch ohne mich gewinnen, weil der Swain ist ja schon recht fett. Dann kriegen wir den Drake trotzdem. Aber an für sich war das ein Missplay von mir, da nochmal für den Nasus zu gehen. Aber nach der Experience heute, dass die Leute einfach randomly anfangen zu trollen, traue ich es mir nicht mehr, irgendwas zu machen, was den Nasus verärgern könnte. Es kann so einfach sein. Ja, Sion, hast auf einmal kein Follow-up. Ja, du machst halt das richtige Play und du wirst trotzdem dafür gepunished. Und dann sagen andere Leute, warum hast du das denn gemacht? Ja, Bro, weil es das richtige Play war. Whatever. Ist fein. Alien Swain für Duo Q. Ne, wir machen die Challenge Solo Q only. Brauchen wir jetzt nicht kurz vor Ende noch irgendwie jemanden hier zum Duo Q ranholen. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, so we take it. This is your moment. Now is your time. So prove yourself and die.